Heute erzählen wir euch die Geschichte der Burg Herrenzimmern. Ihre Ruinen sind auch jetzt noch ein lohnendes Ausflugsziel. Dies war die Stammburg der Herren von Zimmern, einem bedeutenden Adelsgeschlecht in Südwestdeutschland. Durch die von Froben Christoph von Zimmern verfasste Zimmersche Chronik genießt die Familie bis heute einen gewissen Bekanntheitsgrad. Film ab! Wann genau Herrenzimmern erbaut wurde, ist nicht überliefert. Gemäß der erwähnten Chronik hat sie jedoch in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts bereits bestanden. Die Adelsfamilie von Zimmern taucht erstmals 1030 in einer Urkunde auf. Kuno von Zimmern schenkte damals der Stadt Rottweil die Pelagiuskirche. Es ist von einer oberen und einer unteren Burg die Rede. Dies könnte bedeuten, dass es ursprünglich zwei Anlagen waren, beide vermutlich erbaut von den bereits eingangs erwähnten Herren von Zimmern, nachdem die Nussburg, deren Burgstelle sich ganz in der Nähe befindet, zerstört worden war. Später verschmolzen sie zu einer einzigen Burganlage. Eine andere Theorie ist, dass mit der unteren Burg die Nussburg gemeint war. Die Burg Herrenzimmern liegt auf einem sehr gut zu verteidigenden Bergsporn abseits des Neckartals. Beidseits gut geschützt durch die zwei Schluchten, welche durch Zuläufe des Schlossbachs gebildet wurden. Wer die Burg nur von Fotografien her kennt, wird überrascht sein, denn vor Ort gibt es viel mehr zu sehen, als man annehmen könnte. Als erstes fällt der eindrucksvolle Wohnturm ins Auge. Von diesem sind noch bis zu 4 Stockwerke erhalten. Die westliche Mauer ist fensterlos. Warum? Von dieser Seite waren Angriffe am wahrscheinlichsten. Deshalb diente diese gleichzeitig als Schildmauer für die Burg. Auf dem Gelände der oberen Burg lassen sich auch Teile eines runden Treppenturms, der Ansatz eines Gewölbes sowie Reste der einstigen Umfassungsmauer im Dickicht finden. Der untere Bereich der Burg besteht aus einer großen Fläche. Hier standen wohl mehrere Gebäude, wobei die meisten aus Holz bestanden. An sichtbaren Überresten sind noch die Fundamente eines Turmes zu finden. Weiter gab es natürlich auch einen Brunnen. Das zweite große Highlight für den Besucher ist die Burgkapelle. Diese war nur über eine Wendeltreppe von der Burg aus erreichbar. Von dieser sind noch eindrucksvolle Ruinen vorhanden. Der Kurfürst von Mainz, Erzbischof Albrecht von Brandenburg, ließ hier viele seiner Reliquien lagern. Unter der ersten Stufe des Altars befand sich übrigens einst das Herz von Wilhelm Werner von Zimmern. Kommen wir zurück zur Geschichte. Die Herren von Zimmern waren sehr einflussreich. Sie bekleideten über die Jahrhunderte zahlreiche wichtige Ämter und stifteten viel an die Kirche. Mehrere Familienmitglieder nahmen an Kreuzzügen teil. 1312 gibt es Auseinandersetzungen
zwischen den Reichsstädten und den Rittern der Region. Dabei wird auch Burg Herrenzimmern beschädigt. Sie wird jedoch umgehend wieder instand gesetzt. Durch Heirat gelangt die Familie 1354 in den Besitz der Herrschaft Meßkirch. Knapp 50 Jahre später werden sie auch Besitzer der Burg Wildenstein im Donautal. Ab 1488 werden die Herren von Zimmern in den Machtkampf zwischen den bayerischen Herzögen und den Habsburgern hineingezogen. Daraus entwickelt sich eine Fehde mit den Werdenbergern. Johannes Werner von Zimmern wird am Reichstag in Esslingen mit einem Bann belegt. Im Zuge des Konflikts verliert die Familie Burg Wildenstein und Herrschaft Meßkirch an die Werdenberger. Erst 1504 endet die Auseinandersetzung. Jedoch erhalten sie nur Meßkirch und die dazugehörigen weiteren Besitzungen zurück. Im selben Jahr geschah ein Unglück. Heinrich von Zimmern setzte die Burg Herrenzimmern versehentlich in Brand, als er sein Badewasser aufheizte. Da ihm sein Vater Gottfried daraufhin mehrere Vogteien übertrug, konnte er die Anlage jedoch wieder aufbauen lassen. 4 Jahre später stirbt dieser. Beim anschließenden Erbstreit konnte sich Heinrich durchsetzen und die Burg als Herrensitz behalten. Doch bald versank er in Schulden und musste sie an Wilhelm Werner von Zimmern abtreten. Dieser baut die Anlage weiter aus. In dieser Zeit entstanden auf der Burg eine umfangreiche Bibliothek und eine beachtliche Kunstsammlung. Froben Christoph von Zimmern, Verfasser der Zimmerschen Chronik, kam des Öfteren von Meßkirch hierher, um für sein Werk zu recherchieren. Froben Christophs Sohn, Graf Wilhelm, verkaufte die Kunstsammlung an Ferdinand II., den Erzherzog von Österreich. Dies, obwohl sein Vater im Testament verfügt hatte, diese dürfe unter keinen Umständen veräußert werden. Heute ist sie Teil der Sammlung auf Schloss Ambras in Österreich. Als Wilhelm 1594 starb, erlosch das Geschlecht der Herren von Zimmern, da er ohne Erben blieb. Am 10. Mai 1594 verkauften Frobens 8 Schwestern die Burg an die Stadt Rottweil. Da Herrenzimmern strategisch ungünstig lag, entschied die Stadt sich dagegen, die veraltete Anlage militärisch zu modernisieren und gab sie dem Verfall preis. Obwohl schon verlassen, wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg von französischen Truppen unter dem Befehl von Marschall Guebriant mit Artillerie beschossen. Die Zerstörung war immens. Außerdem plünderten die Soldaten die Kapelle. 1805 wurde die Burg verkauft, um eine Gaststätte zu errichten. Doch bereits 5 Jahre später ging sie für 1700 Gulden an die Gemeinde Herrenzimmern zurück. Nachdem sie lange Zeit als Steinbruch gedient hatte, setzte man die Anlage 1920 unter Denkmalschutz. Wie sagt man doch gleich, nichts wert für immer. Glücklicherweise kümmert sich heute der Herrenzimmerner Geschichts- und Kulturverein zusammen mit der Denkmalpflege Baden-Württemberg um den Erhalt der Burgruine. So können Wanderer und Entdecker sie immer noch aufsuchen und sich vorstellen, wie sie zu ihren Blütezeiten ausgesehen hat.